Hallo und willkommen bei der Firma Graf in Hamburg. Heute geht es um das typische Problem eines jeden BMWs, die elektrische Lenkradverriegelung oder die elektrische Lenksäule. So sieht das Teil aus. Hier haben wir elektrische Lenkradverriegelung. Dieses Problem können wir leider nicht über unsere Fernwartung lösen. Für viele Probleme, Updates, Codierungen und Anpassung gebrauchter Steuergeräte bieten wir eine Fernwartung an. Dabei schicken wir euch ein Kabel zu und dann können wir von hier aus über euren eigenen Laptop und Internetzugang bestimmte Codierungen durchführen, Updates der einzelnen Steuergeräte oder gebrauchte Steuergeräte anpassen, wie gebrauchtes Tacho, gebrauchtes ABR-Steuergerät, Motorsteuergerät und so weiter und so fort. Dieses Problem, was wir hier haben, können wir damit leider nicht lösen. In dem Fall haben wir ein Problem mit der elektrischen Lenkradverriegelung. Jeder BMW wird irgendwann dieses Problem bekommen, früher oder später. Denn das ist eine Sollbruchstelle, die in den Fahrzeugen vorhanden ist. Deswegen, wenn man im Internet so ein bisschen liest, wird man feststellen, die Reparatur kostet zwischen 3.000 bis 3.500 Euro. Früher hat BMW das so gemacht, dass sie gleich alle Komponenten zusammengetauscht haben. Mittlerweile tauschen sie die Komponenten Stück für Stück. Das heißt, sie fangen meistens mit der Lenksäule an. Die kostet ungefähr 1.000 bis 1.500 Euro. Dann wird das Problem dadurch nicht gelöst. Dann wird die Wegfahrsperre getauscht. Mit Schlüsseln liegen wir auch nochmal bei 1.000 Euro. Und letztendlich tauschend wird das Motorsteuergerät getauscht und dann ist das Problem gelöst. Warum ist das so kompliziert? Weil die elektrische Lenkradverriegelung ist ein Teil der Wegfahrsperre. Und die Wegfahrsperre besteht aus drei Komponenten. Elektrische Lenkradverriegelung, Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre an sich. Deswegen, um das Problem zu lösen, muss man diese drei Komponenten tauschen. Bei älteren Softwareständen hat man die Möglichkeit gehabt, einen Emulator einzubauen. Das heißt, man hat anstelle der Lenksäule einen Emulator eingebaut und das Problem war zumindest für eine Zeit lang nach hinten geschoben. Dieses Problem ist leider nicht mehr möglich, denn meistens haben die Fahrzeuge einen Softwarestand, der nicht mehr 2005, 2006 ist, sondern einen neueren Softwarestand. Deswegen funktioniert diese Variante mit dem Emulator sowieso nicht. Dazu kommt noch, dass die Lenksäule, das ist das einzige Bauteil, was mit dem Emulator sozusagen außen vor ist. Aber wir haben immer noch das Problem in dem Motorsteuergerät und in der Wegfahrsperre. Daher gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das Problem zu lösen. Die eine Möglichkeit, die auch nachhaltig ist und für immer auch funktioniert, ist, indem man diese Lenksäule stilllegt, wie bei den neuen Modellen. Das heißt, wenn ihr euch ein Fahrzeug anschaut, ab 2011, 12 haben diese neuen Fahrzeuge keine elektrische Lenksäule mehr. Oder zum Beispiel ein BMW X5 hat ebenfalls keine elektrische Lenksäule mehr. Und auch viele Mercedes-Fahrzeuge, auch andere Hersteller, weil dieses Prinzip hat sich einfach nicht bewährt. Und genauso diese Möglichkeit haben wir. Wir können diese elektrische Lenksäule entfernen. Das heißt, die ist natürlich da, funktioniert alles, nur der Motor geht nicht mehr auf und zu. Diese Variante ist natürlich nachhaltig, was sich nicht mehr bewegt, wird auch entsprechend nie wieder kaputt gehen. Das ist eine nachhaltige Lösung. Für diejenigen, die die Lenksäule haben möchten, dass sie auf und zu geht, da haben wir natürlich die Möglichkeit, die wieder instand zu setzen. Dann habt ihr das Problem, dass ihr nur ein Jahr Garantie habt. Genauso wie wenn ihr bei BMW 3.000 bis 3.500 Euro bezahlt, habt ihr auch nur ein Jahr Garantie. Und das Problem wird irgendwann wiederkommen. Daher muss man gucken, was für einen die bessere Lösung ist. Wenn ihr so ein Problem habt, ihr habt eine Leuchte, die leuchtet zum Beispiel, die Lenkradverriegelung, das Auto lässt sich nur starten und fahren, ne? Dann solltet ihr schnell handeln. Wenn bei euch das alles schon verriegelt ist, dann ist das leider schon zu spät, dann müsst ihr uns die Lenksäule schicken, Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre. Bei den Wegfahrsperren gibt es zwei Varianten, einmal weiß, einmal schwarz, das heißt, eine von den beiden werdet ihr haben, die schickt ihr uns zu. Bei den Fahrzeugen, wo das Lenkrad noch nicht verriegelt ist, dann braucht ihr die Lenksäule nicht ausbauen, die braucht ihr uns nicht schicken. Es reicht uns Motorsteuergerät und die Wegfahrsperre. Bei älteren Fahrzeugen, bis 2008, 2009, habt ihr meistens noch die weiße Wegfahrsperre. Die wird von uns ausgetauscht. Also die wird in jedem Fall getauscht, auch die schwarze. Aber die weiße, die wird in jedem Fall ausgetauscht. Ihr bekommt eine schwarze, weil es hat sich sehr viel getan. Und damit das Problem auch in Zukunft nicht mehr passiert, wird die Wegfahrsperre halt entsprechend ausgetauscht. Deswegen ist dieser Prozess bei den Fahrzeugen, bei den älteren Fahrzeugen etwas komplizierter als bei den neueren. Aber preislich ist das für euch das Gleiche, ne? Wichtig ist, dass diese Lösung, die wir hier bieten, die ist nachhaltig und für immer, wenn man die Lenksäule nicht mehr zum Laufen bekommt. Wenn ihr uns das alles zuschickt, geht das am gleichen Tag an euch zurück und ihr baut das alles ein und es funktioniert. Ihr müsst nichts kodieren, ihr müsst nichts löschen. Es ist alles funktionsfähig, wie es sein sollte. Und die Wegfahrsperre und
im Motorsteuer als auch in der Wegfahrsperre ist immer noch aktiv. Alles funktioniert so, wie es funktioniert hat. Das ist immer ganz wichtig. Das Fahrzeug ist natürlich diebstahlsicher, wie es auch vorher gewesen ist. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, wir haben in der Lenksäule, im Motorsteuergerät und in der Wegfahrsperre einen Zähler. Der Zähler zählt, wie oft ihr die Lenksäule bedient habt und irgendwann verändert sich der Widerstand, beziehungsweise irgendwann ist es halt so, dass der Zähler voll ist. Wenn er voll ist, dann fangen die Probleme an, genauso wie bei den Fahrzeugen. Deswegen sage ich, das Problem wird jedes Fahrzeug betreffen. Jeden BMW, jeden Mini, irgendwann kommt das Problem an euch. Und wenn ihr das nicht so weit kommen lassen möchtet, dass es halt irgendwann teuer ist, dann kann man natürlich auch vorsorglich die Lenksäule stilllegen. Das ist deutlich günstiger, das sozusagen im Vorwege zu machen, als wenn das Problem schon da ist. Das heißt, wenn ihr vorhabt, ein Fahrzeug länger zu fahren und ihr wollt nicht irgendwann das Problem für das Problem viel Geld bezahlen, können wir euch vorsorglich das alles so programmieren. Wir brauchen das Motorsteuer, die Wegfahrsperre und dann ist die Lenksäule stillgelegt und ihr habt nie wieder dieses Problem, was in Zukunft kommen kann. Wenn ihr an sowas Interesse habt, meldet euch am besten per E-Mail oder telefonisch und dann werden wir eine Lösung für euch finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.